So, hallo zusammen, ich bin Ku und bin Ausbildungsleiter in der Aurora. Das ist eine super geheime Zeitreiseorganisation, die super geheim durch die Zeit reist. Und jetzt ist mein iPad schon wieder ausgegangen. Das fängt schon wieder genauso gut an wie letztes Jahr. Egal, wir machen ein paar Regeln anders. Wir werden jetzt eine Qualifikationsfrage haben, zwei Kandidaten aus dem Publikum rausziehen. Es gibt 59 Antwortmöglichkeiten und die letzten beiden, die genannt werden, die beiden sind Kandidaten oder Kandidatinnen. Super. Ja, wir haben schon ein sehr schlaues Publikum, ja. Das habe ich auch gerade schon gemerkt. Ja, gut. Okay, super. Und wir haben eine sehr kurze Folge und deswegen labere ich noch ein bisschen, dass ich die Dreiviertelstunde auch wirklich voll kriege. Ja. Ich müsste gerade mal den Strom noch mal ab, das Kabel rausziehen vom iPad, dass du Bescheid weißt. Danke. So, die Qualifikationsfrage lautet. Das macht es nicht besser. Die Qualifikationsfrage lautet: Wer weiß einen Staat, in dem Linksverkehr herrscht? So, wir fangen hier an. Japan. Das kann ich jetzt nicht alles überprüfen. England. England? Thailand. Südafrika. Es sind viel zu viele Antwortmöglichkeiten. Wie soll ich denn das jetzt überprüfen? Also, das Indonesien. stimmt auf alle Fälle. Hat noch jemand? Ja, mal darüber. Schottland. Ja. Helgoland, Helgoland? ist kein Land. Helgoland? Nee. Wales. Kann es sein, dass ihr alle noch. Also, es steht nicht als eigener Staat drin. Da drüben hatten wir noch eine Meldung. Neuseeland. Neuseeland ist korrekt. Australien. Australien? Ja. Ah. Namibia? Namibia ist auch korrekt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Irland? Das wollte ich auch sagen. Ach so, ja, super. Irland? Lesotho? Lesotho. Lesotho ist richtig. So, noch jemand? Gut. Ich bin schon genug außer Atem. Ich habe keine Ahnung mehr. Philipp, entscheid doch einfach mal. Also, wir brauchen erstmal richtig schön viel Hall, das finde ich gut. Richtig viel Hall ist gut. Aber soll ich jetzt jemand auswählen, der jetzt schon eine Frage richtig beantwortet hat oder einfach irgendjemand? Was? Herr Kuh. So, hast du jemanden? Ich fragte Sie gerade, Ich weiß es doch wollen auch Sie nicht. jemand, der gerade die Frage richtig beantwortet hat oder irgendjemand? Es wäre super, wenn einfach irgendjemand kommt. Sehr gut. Und zwar jemand, der die Frage richtig beantwortet hat. Sehr schlau, sehr schlau. Sehr gut, dann würde Wer ich doch möchte denn? sagen, Heb doch mal die Hände, wer wer möchte möchte. denn überhaupt von denjenigen, die gerade eine Frage richtig beantwortet haben? Und es ist eine leichte Folge. Na dann nehmen wir einmal den Herrn da hinten, weil wer überhaupt so ein Land kennt, das ich selber schon gar nicht kenne, dann verdient das doch auf jeden Fall hier einen kleinen Applaus. Hier drüben, gerne. So, wer wusste es da denn noch? Wer wusste es da denn noch was? Eigentlich alle, die sich melden. Also, ich finde es sehr sympathisch, wenn man sich so weit drin setzt und dann was weiß. Außerdem ist dann noch mehr Zeit zu applaudieren auf dem Weg zur Bühne, wenn es hier ein bisschen länger dauert.
Das finde ich gut. Na, Applaus kann ja noch ein bisschen länger gehen hier. Ja, denke ich doch. Sehr gut. Gut, dann vielen lieben Dank, Philipp. Gut, dann beginnen wir einfach. Und zwar gibt es diesmal keine Spiele in dem Sinne, weil das wurde ja hier auf dem Podstock schon zu Genüge getan. Und das wird hier die Sonderausgabe für den Sommer. Und wir beginnen quasi gleich mit der Beschreibung des Tatorts. Schokoterror in der Wartehölle. Dieses Mal haben wir einen besonders heiklen Auftrag. An einem Ort außerhalb unseres Raumzeitkontinuums. Besser gesagt, jenseits davon. Wir können Ihnen leider nicht genau erklären, was sich dort zugetragen hat, noch wann oder wo genau der Tatort liegt. Wir wissen nur, wenn die Aurora nicht umgehend eingreift, dann, naja, ohne jetzt direkt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber dann könnte das Jenseits aus den Fugen geraten und mit dem Diesseits kollidieren. Mit Folgen, die wir uns selbst in unseren kühnsten, auf drei Dimensionen beschränkten Träumen nicht vorstellen können. Oh, ich dachte, das geht länger. Gut, wir können also, wenn ihr soweit seid, direkt zum Tatort reisen. Und ich wüsste gern mal eure Namen für unseren Stream. Ich, ja. Das grüne Mikrofon. Jetzt? Ja, ich bin der Frank. Einen großen Applaus für den Frank. Frankie! Yeah! Woo! Danke, Travis. Die 5 Dollar sind dir sicher, genau. Ja. You're welcome, Johnny. No cue. Ja. Ich bin Hannah. Hannah. Hallo. Habt ihr Podcasts? Achso, ja. Hannah, yeah! Better than Frank. Möchtest du dich hier vorne als Anklatscher hinsetzen? Wäre super. Ja, perfekt. Ja. Genau, einfach hier, genau. Ja. Dass die Leute wissen, wann sie zu klatschen haben. Belgien. Du hast einen Podcast, der heißt Belgien. Das war die richtige Antwort. Und Hannah, dein Podcast, oder? Kann man den hören? Wenn man hören kann, ja, kann man den Podcast genau, hören. Genau, viele sein. Ja. Viele sein. Ja. Findet ihr vielleicht in den Shownotes. Ja. Genau. Und man kann auch den Countdown-Podcast hören. Der Countdown-Podcast, das wäre deiner. Mit dem Christopher. Der Christopher sitzt hier vorne, wenn das die Kamera nicht einfangen kann. Gut. Okay. Wenn ihr soweit seid, können wir direkt zum Tatort. Es ist klar, es geht darum, dass irgendwas im Jenseits passiert ist. Ich bin ja gespannt, was daran schlimm sein soll, wenn es im Jenseits passiert. Ja. Es ist die Schoko. So, wir befinden uns in einer vor dem Raum, also vor der Tür quasi. Wir stehen quasi vor einem Gebäude inmitten von nichts. Links ist nichts. Rechts ist nichts. Das ist sehr wenig. Ach, da kommt kein Sound? Ach, das war eine Rückkopplung. Ich habe nur gerade den falschen Knopf gedrückt und der Raum kommt erst später. Aber das vergessen wir alle. Kannst du nochmal irgendwas mit Zeitanomalie machen? Dass durch eine durch Zeit und Raum reisen wir nochmal zurück ins Jenseits. Zurück. Ja, genau. Mach einfach weiter. Okay, super. Über euch und unter euch ist nichts. Links quer ist nichts. Nur vor euch ist ein Gebäude mit einem Schild H. Immel. Jenseits von Gewerbeimmobilien.
Was tut ihr? Ich guck mal hinter mich. Ja. Hinter dir ist nichts. Nichts. Unter mir ist auch nichts, über mir ist auch nichts. Moment, guck ich nach. Richtig. Ich schau mir die Tür an. Du schaust dir die Tür an. Es handelt sich um eine Tür. Hat sie eine Klinke, die wir drücken können? Ja. Können wir reingehen? Ja. Dann tun wir das. Du gehst vor. Ich gehe vor. Vorsichtig. Der Frank geht vor und ihr kommt in einen Raum, der ist kahl und drist. An drei Wänden sind orangenfarbene Plastikhartschalensitze. An der vierten Wand ist eine Plexiglasscheibe. Und hinter der jemand sitzt und Zeitung liest. Über der Scheibe hängt ein Schild, Vermittlung von Jobs für die anderen sterben würden oder müssen. An der Wand ist in der Nähe ein Ticketdrucker angebracht und darüber eine große mechanische Fallblattanzeige, die 665 anzeigt. Ja, ich ziehe mir ein Ticket. Du zuerst. Die 995 anzeigt, glaube ich. 665? 665 anzeigt. Gut, du zuerst. Bitte. Und, und jemand hat hier den Teufel an die Wand gemalt. Ja. Genau. Ja, super. Super. Okay. Was tut ihr? Ja, ich ziehe mir so ein Ticket. Du ziehst also dir also ein Ticket, also du drückst den Knopf und es kommt ein Ticket raus. Ja. Das ist ein sehr langes Ticket. Da drauf steht 997. Okay. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, danke. Danke, Thorsten. Ach, das ist ja. 997. Aha. Ja. Ich drücke auch nochmal drauf. Du drückst auch nochmal drauf und es kommt 998. Ach so, es kommt erst. Moment. Ja, 998 steht drauf. Okay. Tut sich irgendwas an der Anzeige? Nee. Nee. Der Herr liest immer noch Zeitung? Wir klopfen an der Scheibe. Dass der so gar nicht reagiert, wir kommen da rein, da ist niemand. Und merkwürdig. Vielleicht kann er uns gar nicht hören. Ich klopfe mal an die Scheibe. Und es passiert nichts. Ja. War nicht eingebrockt. Vielen lieben Dank. Gut, wir schauen uns noch mal kurz im Saal um. Mhm. Als ihr euch im Saal umschaut, fällt euch auf, der Raum ist kahl und drist. An drei Wänden sind orangenfarbene Plastikhartschalsitze. An der vierten Wand eine Plexiglasscheibe, hinter der jemand sitzt und Zeitung liest. Über der Scheibe hängt ein Schild, Vermittlung von Jobs für andere, die sterben würden oder müssen. An der Wand hängt bla 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 bla. Und ach ja, hier hat jemand den Teufel an die Wand gemalt. Okay, wir gucken uns nochmal kurz die Tickets an. Ist da irgendwas Auffälliges? Ihr besitzt bereits ein Ticket mit 997 und eins mit 998. Ja, und da ist nichts Auffälliges an den Tickets. Es sind Tickets. Ich würde mir gerne die mit Zahlen drauf. Ich würde mir gerne den an die Wand gemalten Teufel nochmal näher anschauen. Mhm. Es sieht so aus, als hätte jemand mit Schokosoße oder Schokopudding hier einen Teufel an die Wand gemalt. Oh. Bisschen eklig. Pinselführung, Farbwahl, Komposition und Motiv, all das deutet darauf hin, dass hier jemand eilig mit den Fingern geschmiert hat. Könnte also jeder sein. Gut, dann drücken wir nochmal auf die Taste und hoffen auf das Ticket Nummer 999. Ihr bekommt ein Ticket mit 999. Gut. Ich würde gerne nochmal rausgehen und mir das Gebäude vielleicht näher anschauen. Also, wir sind ja davor gestartet. Gibt es vielleicht einen Seiteneingang? Oder eine Tür in der Plexiglasscheibe? Also, ihr geht. Das ist nicht vorgesehen, dass man wieder nochmal rausgeht. Die Tür ist verschlossen. Nee, die Tür ist offen anscheinend.
Und es windet so sehr da draußen, dass ihr nicht rausgehen wollt. Okay. Aber irgendwie muss der Mann ja da hingekommen sein. Oder nur die Person. Vielleicht hat der Frank eine Idee. Ich drehe das Ticket um. Du hast jetzt ein Ticket mit 666 drauf. Ja, und zeig das dem Herrn mit der Zeitung. Vielleicht reagiert er ja jetzt. Er reagiert nicht, aber die Faltblattanzeige von 665 springt weiter auf 666. Oh, tut sich etwas anderes außer das. Du kannst jetzt mit dem Beamten hinter der Plexiglasscheibe reden. Dann werde ich das mal tun. Die Scheibe hat so eine Sprechöffnung und eine Schublade zum Papier durchschieben. Der Typ guckt nicht mal richtig auf, als ihr ihn anspricht. Er zeigt nur nach oben auf die Faltblattanzeige und ist ganz erstaunt, dass ihr das richtige Ticket habt. Sagst du an der Stelle überhaupt was? Ach so, du brauchst ein Mikrofon, dann sag das doch. Das musst du sagen, genau. Ich glaube, du musst es anschalten. Noch. Ich glaube nicht. Nee, okay, gut. Ja, ziehen Sie nur... Ach, haben schon. Ja. Sie sind wegen eines Jobs hier? Ja. Könnten Sie sich QM-Assistent vorstellen? Qualitätsmanagement? Sie, ist kein schwieriger Job. Sie müssten sich den ganzen Tag anhören, warum die Leute, die einen richtigen Job haben, nicht zuarbeiten können. Auch samstags und sonntags. Hm. Darf ich Sie eintragen? Können Sie mir zuarbeiten? Ich? Nein. Ich bin nur unentbehrlich. Klingt nach einem guten Job. Super. Und Sie da hinten, könnten Sie sich Callcenter vorstellen? Oh Gott, nein. Vielleicht erst als Trainee? Nee. Hm. Also ich möchte nicht durch den Job sterben. Dann hätte ich noch die Stuhlassistenz für vorwiegend sitzende Tätigkeit. Oh, das klingt gut. Ja, dann. Habt ihr jetzt einen Job? Ja, hat man doch gern. Braucht man ja auch in der heutigen Zeit. Gerade im H.Immel. Ja. Und was macht ihr jetzt? Sitzen. Ich setze mich auf einen orangen Stuhl. Ich fange direkt an zu arbeiten. Ja. Sie sind so unbequem, die Sitze, wie sie aussehen. An einem sind Schokoflecken, auf einer kleinen Ablage liegen ein paar Magazine. Ich schaue mir mal die Qualität der Magazine an. Ich würde sagen, Vierfarbdruck, Glanzbeschichtung 4C, Vollfarbton. Und mich kurz überlegen, nee, da ist keine Folienbeschichtung. Keine Folienbeschichtung, ah, ja. Sehr schade. Ich rede nochmal mit dem Beamten und frage ihn, wann mein Job beginnt als Qualitätsmanager. Das ist nicht meine Abteilung, ich gebe die Jobs nur. Okay, bei welcher Abteilung muss ich mich melden und wie komme ich da hin? Streng genommen ist das auch nicht meine Abteilung. Streng genommen. Ja, hat man Sie nicht informiert, bevor Sie hingekommen sind? Nein. Sie sind einfach hier reinspaziert, dachten sich, guckst du mal. Ja. Ich glaube, einen neuen Job auszuschreiben. Wir sind hier einfach angekommen und rechts war nichts, links war nichts, oben war nichts. Also ich glaube sogar quer links, da war auch nichts und... Dann war da eine Tür und wir sind in die Tür reingegangen und ja. Und da waren wir hier. Mhm. Warum haben Sie uns die Jobs denn gegeben? Ja, warum sollten Sie denn sonst hier sein, wenn nicht für einen Job? Ja. Sollten Sie uns nicht trotzdem sagen, wer Auftraggeber ist? Der Beamte weist einfach Richtung Gang, würde ich sagen, oder? Da lang. Ja. Da lang. Okay. Ihr geht also in einen Gang. Wo ist dieser Gang? Rechts von der Scheibe. Rechts von der Scheibe. Aha. Der ist jetzt plötzlich aufgetaucht. Nö, der war schon da, aber ihr habt nicht danach gefragt. Okay. Wir haben nach einer Beschreibung des Raums gefragt. Okay. Und die kam da nicht vor. Egal. Ihr seid in einem Gang. Es ist ein Flur.
Du kannst das bestätigen, ne? Es steht hier Gang und da Flur. Ja. Es gibt Türen. Er knickt vorne nach rechts ab. Wir gehen den Gang entlang, aber schauen ihn dabei gewissenhaft an. Mhm. Ihr kommt zu einer Türe, Sachverständigenstelle für Nahtoderfahrungen und vorzeitiges Zurückschicken, Mediumsvermittlung, Fernsprechzentrale, Kantine, Küchenchef, Benito Schoko Mussolini. Dann gibt's eine Biegung. Wollt ihr da schon rum? Ist das die Biegung nach rechts? Nach rechts. Nach rechts. Dann gehen wir erstmal rein. Ja. Es gibt einige Türen hier. Kammerrechenzentrum, Wind, Wetterwolken, Klimabeauftragter Peter Russ, Interessengemeinschaft arbeitsloser Visionäre, Vorsitz Stefan Minijobs oder Stefanie. Und Generalbau für Luftschlösser Bob B. Meister. Und dahinter ist eine Biegung. Wir gehen nochmal hinter diese Bio, oder? Ihr steht wieder in der Wartehölle. Wartehalle. Haben Sie keinen Job zu erledigen? Sagt der Beamte. Doch, ich bin Qualitätsmanager. Ich bin Rumsitzer. Mich würde interessieren, wer diesen Teufel in Schokolade dahin gematscht hat. Und du hattest was mit Schokolade erwähnt vorhin. Es gibt eine Kantine und Küchenchef Benito Schoko Mussolini. Ja, ich würde gerne mal Mussolini besuchen. Schoko Mussolini. Ja? Schoko Mussolini. Das ist wichtig, glaube ich. Ja. Okay, ihr geht also in den Gang und über den Gang nochmal zurück, ganz raus aus dem Raum. Okay, in die Kantine. Oh Mann, 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 hier riecht's aber auch immer gut. Das jüngste Gericht, das ich hier hatte. Oh, manchmal überkommt's mich hier einfach. Ah, ja, ja, ja. Und ihr seht vor euch, dass die Kantine eigentlich leer ist und hinten in der Küche werkelt jemand. Die Küche sieht aus, als wäre ein Tornado aus Schokolade, Schokostreuseln und Mehl hier durchgefegt. Mittendrin wirbelt ein Mann mit einer weißen Mütze umher. Wir sprechen hier. Ihr geht hinter in die Küche? Ja. Oder sprecht ihr von fern? Dann müsstet ihr ein bisschen schreien. Dann schreien wir erstmal, oder? Ja, erstmal auf uns aufmerksam. Also auf Distanz. Dann, bitteschön. Ja, hallo. Hallo, wer sind Sie? Gerade nicht. Ich bin beschäftigt. Womit? Machen Sie eine Mousse? Muffins. Ich mache Muffins. Aus Schokolade? Nein. Das ist eine neue Kreation. Aber es kommt Schokosoße drauf, aber gerade nicht. Weil ein Teil der Schokosoße entwendet wurde, zufällig? Nein, ganz anderes Problem. Einer der Muffins ist zu leicht, aber ich weiß nicht welcher. Das Problem ist die Waage hier. Die Waage, die fällt gleich auseinander. Ich habe 9 Muffins und ich kann nur noch 2-mal wiegen. Wie soll ich jetzt rausfinden, welcher einer Muffin zu leicht ist? Ganz einfach. Du nimmst von den 9 Muffins 3 Muffins auf die eine Seite der Waage und 3 Muffins auf die andere Seite der Waage. Ja, und dann? Und schaust, ob sie gleich schwer sind. Oder nicht. Oh, die sind gleich schwer. Dann nimmst du die restlichen 3 und suchst davon 2 aus. Und legst sie auf die Waage. Okay, die sind auch gleich schwer. Dann ist der leichte der letzte, der übrig geblieben ist. Das ergibt Sinn, dankeschön. Sagt der Koch aus der Ferne. Yes, wir wissen, dass du noch da bist, Travis. Danke, Agent T. Oh,
Sie haben mir echt weitergeholfen. Also, wenn Sie möchten, jetzt habe ich eine Minute für Sie. Möchten Sie eine Muffin? Danke, nö. Frank, möchtest du einen Muffin? Ich hätte gerne einen. Hier, bitteschön. Der Muffin ist nicht zu leicht. Ich schaue mir den Muffin an. Es ist ein Muffin. Ich beiße mal vorsichtig hinein. Der Muffin schmeckt Ihnen gut. Der Muffin schmeckt Ihnen gut. Dir, Ihnen. Schön zu wissen. Ich würde mir gern die Räumlichkeiten und das Chaos noch mal näher anschauen. Ja. Es sind Töpfe da und ein Koch. Und Schokolade, Schokostreusel, Zuckerstreusel, Mehl. Genau. Sagen Sie, kochen Sie immer so wild? Was heißt hier wild? Es sind kreative Ausdrücke meiner Leidenschaft des Kochens und Backens, was ich hier vollbringe. Da sieht's nachher manchmal ein bisschen unordentlich aus, aber Sie haben den Muffin probiert, es lohnt sich doch. Machen Sie auch Kunst? Nein, Kunst ist nichts für mich. Also, ich meine, ich verstehe etwas von Kunst, aber... Oh! Ich... Wieso? Eigentlich, die Kunst ist das, was ich backe. Und koche. Sie sollten mal was von mir probieren. Ich wäre ein hervorragender Sternekoch. Haben Sie Hilfe in der Regel? Ah, nicht wirklich. Im Moment koche ich alleine, aber es ist ja auch nur eine kleine Kantine. Ich meine, wenn ich meine eigene Sterneküche hätte, das wäre was anderes. Wer kommt denn in Ihre Kantine? Naja, die Leute, die hier in der Warteschlange stehen, die auf Jobs warten. So, der Herr Minijobs kommt ab und zu vorbei und ist bei mir in der Kantine. Okay. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass vorne in der Wartehalle ein Kunstwerk aus Ihrer Schokolade an der Wand klebt. Naja, das ist kein Kunstwerk. Ich habe es gesehen, dass jemand was dahin gemalt hat, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Passiert das öfter? Nein. Und das hebt Sie nicht an, dass das jetzt passiert ist? Ich meine, warum jetzt? Das ist... Ich sehe keinen Zusammenhang zu. Wozu? Ich auch nicht, deswegen frage ich. Das ist anscheinend eine gute Frage. Gut, du hast wahrscheinlich noch mehr zu tun, oder? Ja, ich kann auch gerne noch weiter hier stehen mit Ihnen reden, aber gut, dann gut. Ich kann auch weiter arbeiten. Dann bitte. Wir kommen später wieder und schauen erstmal beim Herrn Minijobs. Es gibt keinen später. Achso. Nee. Du bist es ja wirklich! Ich hab immer Küchenunfall. Küchenunfall, sehr gut. Gut, haben Sie uns noch was zu sagen? Ich kann Ihnen ein bisschen was über die anderen Leute erzählen. Ich meine... Ja, das wäre noch... Was ist denn eigentlich ist mein Traum ja, dass ich einmal eine große Sterneküche habe. Also ich habe mich auch heute Morgen angestellt in die Warteschlange, eine Nummer gezogen. Der Minijobs, der war vor mir da. Und dann Pause, als wir wiederkamen, da war der Schokoteufel schon an der Wand. Hat jemand den Teufel an die Wand gemalt? Irgendjemand hat den Teufel an die Wand gemalt. Gut. Wer war noch so vor Ihnen da? Wissen Sie das? Heute habe ich nur den Minijobs gesehen und... Ich glaube, mehr Hinweise auf den Herrn Minijobs brauchen wir erstmal nicht Dann gehen wir zu dem. Wo ist er denn? Könnte währenddessen jemand von der Technik dieses Licht ausmachen hier? Das blendet mich enorm. Das kleine Blaue. Das kann man doch drehen, oder? Ja, oder Travis setzt sich davor. Dankeschön. Ja, dann schauen wir uns. Dann gehen wir mal zurück in den Gang zum Herrn Minijobs. Da steht kein Herr Minijobs. Eine der Türen war aber die Minijob-Dingens. Es gibt einige Türen hier. Interessengemeinschaft, Arbeitsloser, Visionäre, Vorstand, Minijobs. Genau, da wollt ihr rein. Gut. Ihr geht also in das Büro. D-
Der Raum ist kahl und weiß, fast schon futuristisch. Es wirkt fast so, als gäbe es keine Ecken in diesem Raum, als wäre alles irgendwie abgerundet. Auf einem Glasschreibtisch mit runden Ecken steht eine Flasche, in der so ein kleines Schiffchen, drin ist. Ein Teller mit einem Kuchen drauf und einem Bilderrahmen mit runden Ecken. Daneben steht ein Mann mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck und einem Tablet-Computer mit runden Ecken in der Hand. Oh, oh, oh. Oh Mann, 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 Mann. Ich werde immer so nervös, wenn ich den besuche. Mann, der hat noch mehr Visionen als ich. Und der hat den iPhone erfunden. Seitdem sind Eier nicht mehr zu hart, nicht mehr zu weich, nicht mehr zu kalt, nicht mehr zu warm. Wahnsinn. Danke. Gut. Wir schauen uns im Raum. Wir schauen uns im Raum um. Ja. Der Raum ist kahl und weiß, fast schon futuristisch. Entschuldigung. Okay, hallo. Waren Sie nicht gestern noch im Wartesaal? Was? Wo kommen Sie denn jetzt her? Wer sind Sie? Ist eh egal, ich habe gerade keine Zeit, tut mir leid. Was machen Sie? Ich habe keine Zeit, ich muss... Wir sind vom Qualitätsmanagement. Das kann die Welt verändern. Wo hab ich denn? Ich muss hier an mein Tablet. Ich komme aber. Ich hab meine PIN vergessen. Wie ist nochmal meine verdammte PIN? Ich muss in dieses Tablet. Ich muss. Wo ist die PIN? Ich hab hier irgendwo, hab ich doch Hinweise. Wo hab ich denn die Hinweise? Wo ist die PIN? Ich muss ins Tablet. Suchen Sie die Hinweise bei sich im Raum, also in diesem Raum? Sie sind ja immer noch da. Ja. Irgendwo habe ich einen Hinweis. Irgendwo habe ich einen Hinweis versteckt. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß die PIN nicht mehr. Was ist denn... Welche Art ist der Hinweis? Können wir uns mal das Schiff angucken in der Flasche? Okay, ihr schaut euch die Flasche an. In der Flasche ist ein Segelschiff mit einem großen, schwarzen Segel mit einem weißen Totenkopf drauf. Okay. Also es scheint ein... Ein Piratenschiff. Genau, ein Piratenschiff. Oh, wollen wir Piraten? Das war zu deutlich, verdammt. Okay. Aber da war ja noch mehr. Ja, ist das Passwort runde Ecken? Es sind runde Ecken. Es ist vierstellig, ne? Es ist ein vierstellige PIN. Ich Kreis? Weiß nicht, versuchen Sie doch mal 3141. Ach, ich muss diese PIN finden. Können Sie mir nicht helfen? Ist Ihr Passwort rund? Gesagt? Ja. Hat's doch gerade gesagt. Es tut mir leid, ich war mit der Suche nach meiner PIN beschäftigt. Bitte wie? Was sagten Sie? Versuchen Sie doch mal 3141. In der Tat. Danke, das ist ja meine PIN. Ich wusste, ich habe hier irgendwo Hinweise versteckt. Aber ich wusste nicht mehr wo. Egal. Jetzt kann ich endlich meinen Kuchen fotografieren und auf Nirvana-Gramm verposten. Oh Mann, soll das ein Rätsel gewesen sein? Ich habe mal das Mehl geteilt. Das war schwer. Aber das, naja. Von wem kam diese Stimme? Dankeschön. Wahrscheinlich von einer Person, dessen Namen wir nicht aussprechen dürfen. Aha. Ja. Gut. Und woher kam diese Stimme? Aus dem Raum. Aus dem Raum. Wir schauen uns im Raum nochmal um. Ihr seht dort ein Tablet in der Hand, eine Flasche, einen Kuchen und ein Bild. Wir schauen uns den Kuchen mal an. Es handelt sich um ein American Pie. Irgendjemand hat aber ein Stück in Form eines Es herausgeschnitten. Von dem E fehlt jede Spur. Okay. Ich glaube, wir gucken uns den Rest nicht mehr an. Wir könnten hier nochmal fragen. Das Bild wäre aber großartig. In dem Bilderrahmen ist ein Bild von Pippi Langstrumpf, jedoch fehlt die Hälfte. Ja, wir fragen mal, ob ihm gestern im Wartesaal etwas aufgefallen ist, weil da heute ein Teufel an der Wand ist aus Schokolade. Ja,
davon. Ob dir etwas aufgefallen ist? Ja. Lass uns mich kurz überlegen. Es hat mal wieder ewig gedauert. Ich war dort. Ich brauchte einen neuen Job. Ich habe eine Nummer gezogen und ich musste warten und warten. Und der Typ vor mir wurde nicht fertig. Und ich war natürlich im Gedanken, war ich ein bisschen abgelenkt. Aber der Mensch vor mir, der hat sich richtig aufgeregt. Richtig, richtig wütend ist der geworden. Wahrscheinlich, weil ihm der Job als Anstreicher nicht gefallen hat. Er hat gesagt, er wollte dem Beamten einen Denkzettel abliefern. Angedroht hat er ihn einen Denkzettel. Ich bin so verwirrt. Wo habe ich denn meine... Ach, meine PIN habe ich schon. Wie gesagt, ich habe nicht genau zugehört. Ich war etwas abgelenkt. Aber ich fand das schon besonders. Wer war das? Der Herr vor Ihnen? Oder der Mensch vor Ihnen? Das war dieser Maler, dieser Pablo Incasso heißt er, glaube ich. Pablo Incasso. Sind wir in einem der Gänge an einem Pablo Incasso vorbeigegangen? Also, das kann ich nicht wissen. Ist der hier im Haus? Könnten wir gucken. Ist der hier im Haus? Okay. Ja. Vielleicht im Karma-Rechenzentrum? Haben wir ihn denn genug befragt? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Moment. In welcher Funktion sind Sie hier? Ach, Sie sind ja immer noch da. Ja. Ich war schon am Instagram, wir waren es da. Bitte, was ich hier mache? Ja, was machen Sie hier? Ich bin Visionär. Visionär. Welche Visionen haben Sie so? Visionen, die die Welt verändern. Ich habe einen iPhone erfunden. Sind Eier immer schön wachsig. Okay. Scheiße. Gut, anscheinend kriegen wir hier nichts mehr raus. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Ich bin zu müde. Und wir gehen durch den Gang. Ja. In einer Biegung, die uns bisher nicht aufgefallen zu sein scheint. Hier gibt es einige Türen. Und zwar zwei. Okay. Was steht an den Türen dran? Das erste ist Büro G.O.T.T. Das scheint die Generalvertretung orientierungssuchender Tauchlehrer und Tanzbombteure zu sein. Und das Atelier Pablo Picasso. Wir fragen mal beim Pablo Picasso nach. Ihr klopft also an der Tür. Nicht den Käfer treffen. Ja. Und tretet durch die Tür. Oh, ein schönes Atelier ist hier wieder. Irgendwie bin ich ganz schön verwirrt. Ist er jetzt Geldeintreiber? Oder doch Künstler? Und ich weiß ja immer alles hundertprozentig, aber diesmal bin ich mir nicht sicher, ob ich weiß, was ich ja schon weiß. Wollte ich jetzt schon 786 Millionen Jahre alt bin? Nein, nächste Woche werde. Werd ich nicht ganz schlau. Danke. Der Raum ist voll. Bis zur Decke mit Gemälden, Farbtöpfen, Staffeleien und anderem Künstlerkram. Ein Grammophon spielt leise Musik und ein Maler bzw. eine Malerin brütet gerade über drei Kunstwerken, die in gepolsterten Transportkisten liegen. Oh. Welches ist es? Es muss doch eins davon sein. Verdammt. Guten Tag. Tag. Was? Hä? Ja, Tag. Sind Sie Pablo Incasso? Ja, das ist richtig. Ja, aber lenken Sie mich nicht ab. Ich bin hier gerade sehr konzentriert dabei zu erkennen, welches Kunststück die Fälschung ist. Können wir behilflich sein? Vielleicht. Aber ich wüsste nicht wie. Nun ja, woran erkennen Sie denn sonst so die Fälschungen? Naja,
dann liegt ein Zettel bei. Aber hier haben die sich irgendwie vertan. Bei dem ersten Bild liegt ein Zettel dabei, da steht drauf, dieses Bild ist eine Fälschung. Bei dem zweiten Bild steht ein Zettel dabei, da steht drauf, dieses Bild ist keine Fälschung. Und an dem dritten Zettel steht, das Bild zur Zettel 1 ist keine Fälschung. Und jetzt bin ich verwirrt. Und ich muss das rausfinden, es kann doch nur eins davon eine Fälschung sein. Keine Fälschung. Und das dritte ist... Was sag, steht das auf dem? Das wäre keine Fälschung. Das ist keine Fälschung. Mhm. Das ist eine Fälschung, es ist keine Fälschung. Ach, Scheiße. Können Sie da uns, sehen Sie, womit ich mich rumschlagen Können Sie muss. Uns die noch einmal vorlesen, was auf den Zetteln steht? Lenken Sie mich doch nicht auch noch ab. Also gut, auf dem ersten Zettel steht, dieses Bild ist eine Fälschung. Auf dem zweiten Zettel steht, dieses Bild ist keine Fälschung. Und auf dem dritten Zettel steht, das Bild zu Zettel 1 ist eine Fälschung. Ist keine Fälschung. Oh Gott, jetzt verwirren Sie mich doch total. Also, das Bild eine Fälschung, keine Fälschung, keine Fälschung. Das Bild zu Zettel 1 ist keine Fälschung. Richtig, da steht ja auch drauf. Demzufolge müsste das Bild zu Zettel 1 das Bild 2 sein. Weil wenn zu Bild 2 dasteht, dass keine Fälschung ist. Das erste sagt, ich bin keine Fälschung. Das zweite sagt, ich bin eine Fälschung. Aber das ist ja nur der Zettel, der das sagt. Der Zettel ist die Fälschung. Oder? Ich habe hier auch nicht mehr Informationen als ihr. Ich habe hier nur stehen, dieses Bild ist eine Fälschung, dieses Bild ist keine Fälschung und dieses Bild zu Notiz 1 ist keine Fälschung. Das Bild zu Notiz 1 ist keine Fälschung, genau. Und da geht es nur um... Ja, dann müsste Bild 3 die Fälschung sein, oder? Denn das macht überhaupt keine Angaben dazu, was es ist. Egal, wenn Sie es nicht gelesen haben. Die Lösung stand hier auch mit drauf, habe ich gerade festgestellt. Habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, von wem die Zettel sind? Ja. Nein, ich weiß doch nicht, von wem die Zettel sind. Ich kriege diese Bilder hier rein und dann muss ich feststellen, welches die Fälschung ist. Und dann haben die mir jetzt hier drei verschiedene Zettel dran gelegt. Das geht doch so nicht. Können wir uns mal die Bilder anschauen? Es sind drei schöne Bilder. Ist es denn relevant, was gefälscht ist? Das ist Ihre Meinung. Möchte jemand aus dem Publikum helfen? Sie ist gerade super. Ja, was ist die Antwort? Haben wir ein Mikrofon? Kann jemand dem Kind ein Sprachrohr sein? Ach so, wir haben ein Mikrofon. Wir müssen das nehmen. Ja, danke, Christopher. Einen großen Applaus für Christopher und dann für Felix. Wenn der dritte Zettel sagt, dass das Bild zum ersten Zettel keine Fälschung. Oder? Welche Reihenfolge hatte ja? Das Bild zum ersten Zettel ist keine Fälschung. Hm? Dann glaube ich, dass das Bild mit Zettel 2, dass da der Zettel lügt. Also, dass das dann die Fälschung ist. Ja. Ach so, du kannst gar nicht antworten, weil du jetzt kein Mikro hast. Wir brauchen das Mikro zurück. Danke. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Das ist richtig. Oh, Gott sei Dank. War doch die erste Intuition richtig. Ja, großes Dankeschön. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Respekt. Meine Güte, wir müssen mal zu dem Petrus. Also Sie haben sich eine Eingebung geholt und es ist tatsächlich richtig. Das zweite Bild ist die Fälschung natürlich. Ach, danke. Ja. Jetzt kann ich die Sache abschließen und mich mit Ihnen unterhalten. Was wollten Sie noch? Wir wollten gerne wissen, wer das Bild in dem Wartesaal gemalt hat. Welches Bild? Da ist ein Teufel an der Wand. Aus Schokosauce. Oh, toll. Jetzt kaum hat mal irgendwer irgendwo was hingemalt, schon stehe ich da und soll es gewesen sein, ja? Ja, gemalt ist es nicht. Es ist geschmiert. Und nach dem, was ich hier sehe, glaube ich natürlich nicht, dass Sie das waren. Na, danke. Immerhin. Aber ich gehe davon aus, dass Sie das vielleicht wissen. Nee, kann ich Ihnen nicht sagen. Also,
Können Sie Kunstverstand hin oder her, aber ich sag mal, von den Materialien her, ne, seien wir ehrlich, Schokomus, wie soll ich es Ihnen sagen, ich habe zumindest den Koch mit seinen zwei komischen Schokoflaschen da durch die Gegend laufen sehen. Den habe ich vorhin gefragt. Entschuldigung. Der will damit nichts zu tun gehabt haben. Ja, nun, kann ich's wissen, ich war nicht dabei, aber ich habe ihn gesehen. Er hatte seine Schokoflaschen in der Hand und kam aus dem Wartesaal. Also, haben Sie mit eins und eins, ne? Sie wissen schon. Ja. Waren da noch andere Personen? Als ich im Wartesaal war, war hinter mir noch dieser Mussolini, nein, der andere Typ. Minijobs. Der Minijobs hat nach mir gewartet, aber dann hatte der Schalterbeamte Pause und keine Ahnung, was er dann gemacht hat. Und wann ist der Koch rausgegangen? Wann der haben Koch, Sie den gesehen? Den Koch habe ich gesehen, nachdem ich aus dem Wartesaal rausgekommen bin. Da ist er mir entgegengekommen mit seinen Flaschen. Und als Sie im Wartesaal waren, war noch kein Teufel an der Wand? Richtig. Sind Sie danach nochmal zurück in den Wartesaal gegangen? Nein. Gar nicht mehr? Okay. Sie sind also seitdem hier im Zimmer? Ja. Also seitdem, wie man es nimmt, hier ist ja alles heute Morgen gestern, aber... Ja. Sie haben den Teufel nie gesehen? Nein. Sie sind diejenigen, die mir davon berichtet haben. Aber wie Moment, gesagt, ne? Moment. Kaum schmiert irgendwer irgendwo was hin, schon stehen sie hier, ne? Zack, hier Maler. Nein. Maler malen, Maler schmieren nicht. Gut. Okay. Habt ihr noch Fragen? Verdammt, ich weiß nicht, ob wir Hinweise geliefert haben, ob wir selbst. Stimmt, wir haben schlecht befragt. Gut. Verdammt. Wenn ihr das so seht, dann ist das so. Dann lass uns rausgehen hier aus dem Atelier. Währenddessen mache ich ein Bild kaputt. Oh, Entschuldigung. Du kannst ja nicht mehr antworten. Wir gehen raus in den Wartesaal. Habt ihr denn schon eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Ich habe immer noch den Koch in Verdacht. Gut, dann, wenn das so toll ist, dass ihr... Wer hat denn im Publikum einen Verdacht? Das Problem ist einfach, dass wir gerade falsch gefragt haben. Wir hätten erstmal irgendwie so fragen müssen, dass sie nicht weiß, ob ein... Wir haben ja gleich gesagt, da ist ein Bild an der Wand. Das hätten wir nicht tun dürfen, um rauszufinden, ob sie es nicht vielleicht einfach so war und sich vielleicht verplappert. Verdammt. Hat denn niemand eine Idee? Der Koch ist natürlich eine Variante. Kannst du vorkommen? Aber wir wissen nicht, oder ob so, der... Danke, Becky. Ob der davor da war. Der... Also ich würde sagen, der Koch. Ja, na klar. Naja, weil er halt mit Schokosoße arbeitet. Weil er mit Ja, aber er ist ja schon rausgerannt als... Ich würde sagen... Wer war das rechts neben dem Linksten? Der Koch! Der mit der Mütze da von euch gesehen, links, das wäre ich. Nein, links daneben. Das wäre jetzt dein Einsatz gewesen, Charlie. Ich bin verwirrt. Ja. Ich sehe es gerade nicht. Über ihn wurde irgendwie gar nichts berichtet. Ja. Ja. Also er meinte den Herrn Minijobs, dass über den nichts berichtet wurde. Zu dem werden wir noch mal zurückgegangen. Noch jemand einen Verdacht? Gut, ich bin außen vor, aber haben wir dann alle befragt? Den Minijobs noch? Den Minijobs hatten wir noch nicht zu dem Bild befragt. Wir hatten erstmal gefragt, ob wir irgendwie Arbeit bekommen. Das war aber nicht der, wir haben den Typen vorne an der, hinter der Plexiglasscheibe nicht befragt, weil du dann... Da sind wir einfach weitergegangen, weil ich erstmal gedacht habe, okay, wir haben jetzt einen Job und mal gucken, was da passiert. Genau, dann gehen wir nochmal zurück in die Rezeption. Wir sind in der Rezeption. Ja, ist dann der Mann hinter der Plexiglasscheibe da?
Ja. Ah, da war eine Zeitung. Achso, er hat eine Schreibmaschine. Egal, ja, er ist da. Also, ich tippe an das Sprechgitter. Sie sind wegen eines Jobs hier? Nein. Können Sie sich die Leitung einer Etikettkommission vorstellen? Nein, ich bin schon Sitzerin, also ich sitze schon. Sie haben mir vorhin schon einen Job vermittelt. Ich bin wegen einer Frage hier, beziehungsweise habe ich eine Frage zu dem Gemälde an dieser Wand und ihrer Anwesenheit in der letzten Zeit. Waren Sie hier, als dieses Gemälde entstanden ist? Nein. Nein. Ich war zur Mittagspause. Wann waren Sie zur Mittagspause? Nicht länger jetzt, als ich hätte sein dürfen. Wer war in diesem Raum, bevor Sie zur Mittagspause gegangen sind? Da war die Frau in Kasso. Okay. Dahinter stand der Herr Mini-Jobs. Okay. Und dann hatte ich Pause. Dann hatten Sie Pause. Wann haben Sie zuletzt mit dem Koch gesprochen? Haben Sie den jemals in Ihrem Büro gesehen? In dem Badesaal gesehen? Wie hieß er denn? Schoko Mussolini, genau. Danke. Ich glaube, der ist schon länger hier. Der ist schon länger hier. Kann der einfach so hier reinkommen? In den Wartesaal? Ja, Sie können das doch auch. Ja. In welchem Zustand? Sie können kommen und gehen. Ich muss hier bleiben. Haben Sie Ihre Mittagspause in der Kantine verbracht? Muss mit Nichtwissen bejaht werden. Aber natürlich die Angestelltenkantine, glaube ich. In welchem Zustand war die Kantine, als Sie Ihre Mittagspause gemacht haben? Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht in der Kantine war. In der Angestellten- und der öffentlichen Kantine sind unterschiedliche? Ja, hat seine Vorzüge, hier in diesem Kasten zu sitzen. Ja, okay. Nicht viele. So heißen, Sie haben vorher nur im Kasso gesehen und Minijobs. Ich habe sie alle kommen und gehen sehen, aber... aber nicht bevor das Bild an der Wand gemalt war. Ja, genau. So, wie verlief Ihre Mittagspause? Langweilig. Ist nichts passiert und Sie haben auch nichts gehört, laute Geräusche, Streit, also... Die Umgebungsgeräusche waren nichts. Ich gebe nicht viel auf Tratsch. Sie geben nicht viel auf Tratsch? Aber Sie haben welchen gehört? Nein. Es gab keinen Tratsch. Haben Sie etwas anderes als Tratsch wahrgenommen? Das Essen war mir zu würzig. Irgendwie muss der Koch reingekommen sein in den Raum. Wenn es der Koch war. Ja, aber irgendwie, wenn er rausgegangen ist und gesehen wurde, wie er rausgegangen ist mit der Schokosoße, muss er ja auch irgendwie da reingekommen sein. Ja. Wie viele Zugänge gibt es zu dieser Halle? Ja. Wie viele Zugänge zur Halle gibt es? Einen von außen und einen zum Gang. Also muss er irgendwie da durchgekommen sein. Also muss er irgendwie von seinem Büro oder von seinem Atelier, von seiner Küche besser gesagt, in den Warteraum gegangen sein. Auf dem Rückweg wurde er gesehen, von wem wäre, wer war der Letzte? Picasso hat gesagt, der Letzte waren Sie. Gesehen. Die Letzten waren ihr beide, ja. Und ich soll noch ein Deckengemälde erwähnen. Was sehen wir in diesem Deckengemälde? Welches Deckengemälde? In der Wartehalle ist ein Deckengemälde. Aha. Das in meinen Unterlagen nicht steht. Aha. Vielleicht gibt es das gar nicht. Vielleicht ist es nur eingebildet, aber ja. Es könnte da gewesen sein. Was wäre denn dann? Ich würde mir das genauer ansehen. Ja. Du schaust es dir genauer an und stellst fest, es ist ein Deckengemälde. Mit welchem Motiv? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber den Sixpack hätten sie schon ordentlich malen können. Ich meine, jetzt höre ich seit 3 Wochen den Fitness-Podcast, von daher... Wir gehen jetzt mal zu dem Petrus. Dankeschön. Wir schauen uns mal das Büro von dem Petrus an und klopfen da mal. Ihr geht
den Gang. Ihr geht also in den Gang. Wir hatten diverse Hinweise jetzt auf einen himmlischen irgendwie. Und Petrus, habe ich hier. Ja, aber der da redet, ist ja nicht Petrus. Petrus. Sicher nicht. Petrus hat nicht das Meer geteilt. Ach so, Wind, Wetter, Wolken, Klimabeauftragter Petrus. Genau. Da klopft er an der Tür. Kann... Vielleicht hat er ja was gesehen, wer weiß. Hast du Wind, Wetter, Wolken? Ihr geht in den Raum und er ist voll Wind. Wetter. Haben wir Donner? Nee, ne? Toll. Genau. Und sonst ist niemand hier. Sonst ist niemand hier. Genau. Völlig leer. Ja. Und Wir hoffen, dass ihr den Fall bald löst, denn anscheinend ist der Elsässer fertig. Die Leute werden... Ich mach die Tür wieder zu. Ja. Okay. Gut, du machst die Tür wieder zu. Ihr geht wieder zurück in die Wartehalle. Könnt ihr den Sprung? Okay, gut. Genau, und... Bevor ihr... Ein Hinweis. Ein Hinweis fehlt uns noch. Ich suche an dem Teufel eine Signatur. Ja. Was? Ich muss was singen mit einem lustigen Lied. Na, wenn ich mir das Ganze anschaue. Menschen. Die meisten machen doch alles nur aus Langeweile. Aber das kann ich nicht. Was kannst du eigentlich? Ja. Ich kann hier Sachen vorlesen. Dafür. Ja, nicht mal das richtig. So, mach weiter. Ja, okay. Ja, gut. Hier wurde Langeweile erwähnt. Wem könnte am langweiligsten sein, wenn nicht jemanden... Im Wartezimmer? Ja. Der Zeitung liest. Ja. Und bevor es zur Fallauflösung übergeht, hören wir noch von unserem Sponsor. Oh Gott. Die Werbeeinspielung. Ja, Lano Inc. präsentiert die Festival-App. Sie kennen das. Ja. Ach komm, warte. So, wir machen hier einen Schnitt. Das ist so, Udo, ne, Schnitt. Ja, danke mit der Atmo. Bitte, gerne, ja. Ihr müsst jetzt alle mal leise sein, weil dann ist die Atmo weg. Lano Inc. präsentiert. Sie kennen das. Sie stolpern nachts stockbesoffen über den Zeltplatz, die Zunge schwer, das schwarze Bandshirt mit einer Mischung aus Bier, Schweiß und verschiedenen anderen Körperflüssigkeiten verkrustet, die Hose zerrissen, ihnen fehlt ein Schuh und ihr Geldbeutel mit dem Aufdruck Bad Motherfucker haben sie trotz der dicken Kette auch verloren. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle. Ihre Gedanken kreisen nur noch um die eine Frage. Wo zur Hölle ist Helga? Helga! 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 Ja, was kann ich für dich tun? Lano Inc. hat jetzt die Lösung. Für Generationen von Festivalbesuchern geht eine jahrzehntelange Suche zu Ende. Die Lano Inc. Festival-App wird durch Stimme aktiviert und nutzt Cloud Computing, Machine Learning und neuronale Netzwerke, um die zentrale Frage nach dem Sinn des Lebens eines jeden Festivalbesuchers für ein für alle Mal zu beenden. Helga! Helga! Ja, was ist denn in Rufus' Namen? Helga! Die Lano Inc. Festival-App TM. Nur echt mit dem hyperentropischen Lall- und Gesprächserkennungsalgorithmus, kurz Helga. Damit hat auch Ihre Suche endlich ein Ende. Disclaimer, trotz fortschrittlicher KI-Technik ersetzt Helga von Lano... Nochmal. Disclaimer, trotz fortschrittlicher KI-Technik ersetzt Helga von Lano Inc. keine sozialen Beziehungen. Sollten Sie trotzdem den Anschluss an Ihre Mitmenschen verloren haben, wenden Sie sich bitte ein Zitat Ihren Nachbarn oder wenigstens die Zeitansage. Lieber eine Taschen-Helga als gar keine Uschi. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Helga, du bist ja wirklich... Nicht. Der Applaus ist total nett, aber da kommt noch was. Ich muss nur den Fader ein bisschen höher haben, bitte einmal. Helga, du bist es ja wirklich! Ich habe immer gedacht, ich gibt's gar nicht! Die Lano Inc. Festival App von Lano Inc. Okay.
So. So, und jetzt kommt bei uns nochmal hier Spannungsmusik. Habe ich die? Okay. Ich hätte mal währenddessen also gucken können. Der Koch ist ja wieder zurückgegangen. Der wurde zwar gesehen. Ja, aber man hat nur gesehen, dass er zwei Flaschen in der Hand hat. Und es kann ja sein, dass er die jemanden abgenommen hat. Und zwar jemand, der außer Zeitung zu lesen und dort zu sitzen in dieser Wartehölle nichts zu tun hat. Ja. Die anderen hatten eigentlich. Das heißt, sehr eure Eingabe ist? Der Mann im Käfig. Der Mann im Käfig. Der Beamte. Der Beamte hinter der Scheibe. Die Lautstärke hochdrehen, das ist ja toll. Das ist neu, oder? Beim iPad. Toll. Ihr loggt ein. Wir geben ein. Wir hoffen das Beste. Wir geben ein. Der Beamte. Und warten darauf, dass das Ergebnis ausgedruckt wird. Manch Drucker noch? Gut, und wir merken uns, den Teufel an die Wand zu malen, ist keine gute Idee. Nicht solange es die Aurora gibt, die den Täter oder die Täterin erbarmungslos ermittelt und der gerechten Strafe zuführt. Natürlich war es weder Stefan Minijobs noch Benito Schoko Mussolini, die sich hier mit Schokosoße als Künstler versucht haben. Und Pablo Incasso wäre das vermutlich etwas professioneller angegangen. Bleibt nur noch der Jobvermittlungsbeamte, dessen Alltag und Person so langweilig ist, dass ihm der Autor noch nicht mal einen Namen gegeben hat. Pow, wow! Und damit herzlichen Dank. Das war letztes Jahr Podstock und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich als erstes bei unseren beiden Kandidatinnen Hanna und Frank. Dann natürlich allen, die hier mitgemacht haben und Travis als Anklatscher. Natürlich, genau, ich werde nicht alle Namen zusammenkriegen. Deswegen dann ein großes Dankeschön an der Kamera, an Sascha und Steffen. Es tut mir leid. Und ich bedanke mich natürlich bei der Tonunterstützung Stefan, der den Jan sehr unterstützt hat und unseren Tontechniker Ansgar. Und natürlich bei unseren Verdächtigen Els Botto als Stefan Minijobs, Kirsten als Pablo Incasso, Thorsten als Beamter, Philipp als dessen Namen man nicht aussprechen darf. Und Johnny! Der Zäubi fehlt noch. Ja, aber ich weiß nicht, wie Schoko Mussolini mit Vornamen heißt. Benito Schoko Mussolini. Benito, genau. Dafür auch vielen lieben Dank. Und Ausstrahlung ist im August. Ist egal. Wir gehen einfach essen und haben viel Spaß. Habt eine gute Zeit auf dem Podstock noch und wir sehen uns. Yay! Viel Spaß im Schnitt, Udo.